Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Okay, wir werden erstmal nach Hause gehen. Und heute machen wir nämlich was anderes. Also, wir machen heute eigentlich das gleiche, was wir gestern machen wollten. Nur, wir werden uns eben kurz unserer Habseligkeiten entleeren. So. Erstmal da rein. Und zwar werde ich mal heute versuchen, gegen das Gehirn zu kämpfen. Cool, wir haben hier eine Waffe. Ja, gut. Was kann die Gutes? Schwacher Rückstoß, extrem schnell. Und wir haben einen neuen, zwei neue NPCs. Drei. Wir haben einen Sprengstoffmeister. Einen Maler. Okay, cool. Illegale Gewehrteile, okay. Mini-High. 35. Krass. Und was hast du? Du hast Bomben und Dynamit. Gut. Es kostet viel, also will ich das haben. Was kannst du denn, mein Freund? Er kann schießen. Toll. Oh! Oh! Wie viel Munition braucht er? 82 Munition. Kann ich auch da Munition kaufen? Ist das die Munition? Musketenkugel. Ja, gut. Jetzt habe ich auch ein paar Schuss dafür. Nehme ich halt als Waffe mit. Warum nicht? Nehme ich halt als Waffe mit. Geld habe ich da. Ja gut, ist jetzt ein bisschen... Jetzt haben wir nur noch 200 Gold oder so. Ist halt so. Feuerpfeile brauchen wir nicht. Stern kann erstmal weg. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um das Gehirn zu besiegen. Ich würde gerne noch einen Heiltrank mitnehmen. Ich habe keine großen Heiltränke mehr, aber ich habe das hier. Das macht, glaube ich, 80 Leben, ja. Und okay, wir haben, glaube ich, alles, was wir brauchen, um das Viech zu besiegen. Die Waffe können wir noch mal eben weglegen. Ja, sehr gut. Ich muss noch mal gucken, ob wir gerade aufnehmen. Tun wir aber. Gut. Ein Meteorit ist gelandet? Was? Wo? Kann man das sehen? Auf der Karte? Ich sehe kein Meteorit, der gelandet ist. Wo erkennt man das denn? Und das sehe ich halt später erst, ne? Das ist aber gar nicht stark. Kappa. Okay, irgendwo ist ein Meteorit gelandet. Das soll mir bestimmt sagen, dass ich irgendwas machen kann damit. Ja, gut. Oh, warte, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Ich habe Bomben vergessen. Achso, oh, anstatt zurück zu... Ich muss ja gar nicht zurücklaufen, ich kann mich teleportieren. So. Ich muss ja das letzte Herz zerstören, dafür brauche ich Bomben. Ich nehme einfach mal 10 Stück mit. Wer weiß, wofür man die noch braucht. Die Slimes waren irgendwo hier drin. Hm.
Okay, wenn ich das jetzt Plan wegsortiere, ist es weg. Na egal. Egal, wird schon so richtig sein. Ach so, ja. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Bomben machen. Aber danke. So, das kann noch mal eben hier irgendwo reinkommen. Falls ich noch mal ein Auge machen möchte. Aber zurzeit nicht. Danke. Oh, das sind alles Aktionen, die ich... Oh Mann, irgendwas stimmt heute nicht. Ich sollte vielleicht mal das hier machen. Ich wollte nur Licht platzieren, weil es nämlich so dunkel war. So. Oder können wir mal gucken? Vielleicht finden wir den Meteoriten. Wo immer der eingeschlagen sein soll. Ein Mini-Zombie. Wie sind die Zombies so klein? Ist auch so klein. Jetzt ist er wieder groß. Dieses Herz, was hinter uns herläuft, ne? Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen ihn jetzt langsam... Ich weiß halt nicht, wie lange der Boss dauert. Und ob er schnell zu besiegen ist. Also, gut, ich weiß, dass er nicht schnell zu besiegen ist, weil wir haben ja schon mal gegen ihn gekämpft. Eben halt im Livestream. Und ja, das ist nicht so gut für uns gelaufen. Aber das Gute ist, ich muss mich erstmal um nichts kümmern. So. Wollen wir mal schnell ins Crimson und hier noch ein Herz zerstören. Ja, aber ernsthaft, woran sieht man denn... Ich sehe es echt erst nach dem Urlaub, ne? Das ist so richtig bitter, aber... Ich müsste halt erkennen können, wo dieser Meteorit gelandet ist. Das interessiert mich gerade ein bisschen. So. Aber soll erstmal egal sein, wir müssen erstmal hier ein Gehirn besiegen. Ich hoffe, die zwei Ebenen reichen aus dafür, die wir da gebaut haben. Okay, wir können halt ein bisschen Gold verlieren, aber halb so wild. Haben wir überhaupt Gold dabei? Nö, wir haben nicht mal Gold dabei. So, wir müssen das Ding jetzt zerstören. Okay, das war schon mal ein Fail. Wir müssen jetzt das Ding zerstören und dann gleich nach oben. Oh wow. Ja, gut, dass ich mehr Bomben mitgenommen habe. Oh wow, ernsthaft? So, das muss ein Volltreffer sein. Und da ist es auch schon. Okay. Hat er leider nicht den gewünschten Effekt. Okay, platt ist es. Okay, da kommen meine Bienen anscheinend nicht hinterher. Das ist ein Problem. Sehr schön. Und besiegt das ist. Gut, ich würde jetzt nicht sagen, das war easy.
Wenn es halt nicht easy gewesen wäre, ne? Oh, so ein Angeber, Alter. Ja gut, hat es schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Aber jetzt haben wir unsere Gewebeproben. Jetzt haben wir endlich unsere Gewebeproben. Ich würde es halt nochmal machen, ne? Oh, wow. Oh, wow. Bitte nochmal ganz nach unten. Alles klar. Mal gucken wir gleich mal, ob es uns irgendwas Schönes gedroppt hat. Was ist das denn? Oh, hier unten geht's weiter. Erstmal gucken, was es gedroppt hat. Können wir mal eben ausprobieren. Das sieht aber nicht so spektakulär aus. Gucken, wie das kämpft, das Ding. Ja gut, ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich mag halt meine Bienensachen mehr. Das, kann aber auch sein, dass es nur so ein Tick von mir ist. Oh, wow. Ich schwöre es, irgendwann kriege ich das nochmal hin, diese Kugeln zu werfen. So, wohin geht's hier denn? Okay. Zwei Kugeln damit schaffen, zwei Bomben. Ich denke mal nicht, dass wir damit nochmal das Gehirn schaffen. Wir brauchen ja mindestens drei. Ja gut, dann weiß ich jetzt gerade nicht, was wir machen sollen. Wir gehen erstmal nach Hause. So, ist hier irgendwas Neues passiert? Nö, NPCs sind noch alle da. Wir haben mal die Gewebeproben. Oh, warte mal, wir können gucken, was wir damit machen können. Hello, my friend. Erstmal Hilfe. Okay, er redet über Goblins. Okay. Okay. Oh, ich soll das Verlies erkunden. Ja gut, dann werden wir da gleich hingehen. Herstellen, mein Freund. Was kann ich hiermit machen? Das ist ein Hammer. Eine Rüstung. Ja gut. Ja gut, ne? Schön, kann ich damit eine Rüstung herstellen. Ich mag meine Rüstung aber ehrlich gesagt. Wo ist meine Hose? Hatte ich jemals eine Hose? So. Alles klar, jetzt habe ich drei Stück davon. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals damit eine Hose gehabt habe. Warte mal. Damit kann ich das, glaube ich, herstellen. Günstigen Schaden. 5% erhöht. Ja, bitte. Danke. So, jetzt sind wir komplett ausgerüstet. Mit den Bienen. Ich kann aber nicht noch eine machen, oder? Nee, leider nicht. Gut, dann kann das erstmal wieder zurück. Das Zeug, ja gut, Gewebe. Das kommt erstmal weg. Und dann würde ich sagen, habe ich alles für den nächsten Kampf. Gut, dann bin ich mal ein bisschen übermütig. Ich mache mich auf den Weg zum Verlies. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Geil, ein goldener Hase. Bringt mir gerade nichts, weil ich habe keinen Kescher dabei. Die
Die Frage ist, bringt die B-Gun wirklich was, wenn ich den Mini-Hai schon hab? Das ist jetzt gerade so die Frage. Es hält dich für deine Mutter, die Babyhorn ist. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Genau, das andere Saturnisten für mich kämpfen. Das weiß ich. Attacke! Dieser Stein bringt halt gar nichts, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich zum alten Mann komme. Aber ich glaube, der ist am Tag gar nicht da. Ich weiß halt nicht, ob ich dieses Skeleton-Viech besiegen kann. Aber ich gehe einfach mal hin. Ich gehe einfach mal hin. So, da ist noch so ein Skorpion, aber... Genau, das Skorpion kann mir nichts. Genauso wenig wie das Viech. Wenn meine Bienen mal was... Ja, gut, das klappt auch. So, und hier haben wir das Verlies. Und du sagst mir jetzt... Genau. Einmal bitte bei Nacht vorbeikommen. Alles klar, Bill. Wenn ihr das möchtet, dann mache ich das. Können wir mal gucken, ob wir kurz das, können wir kurz gucken, ob wir ans andere Ende der Welt gehen eben. Dann können wir gleich zurückgehen. Oh! Ja gut, ich würde mal sagen, hier ist der Meteor eingeschlagen. Ich brenne! Ich fange einfach mal an zu brennen, oder was? Kann man das abbauen? Meteorit? Ja, danke. Sehr schön. Oh wow, oh wow, okay. Ich kann aber nicht auf dem Zeug stehen. Feuerbälle können wir nicht, das ist schon mal gut. Die Frage ist, bringt mir dieses Meteorit-Zeug irgendwas? Aber ich denke mal schon, ne? Ah, ich darf nicht zu nah dran stehen. Ja, voll gut. Dann bauen wir jetzt ein bisschen Meteoritenerz ab. Oder Meteoritenblöcke. Du hast nichts Besseres zu tun gerade, ne? Ist ja noch nicht Nacht. So. Alles klar und tschüss. Okay, scheint so, als wären die Meteorit-Dinger doch krasser, als ich dachte. Freunde, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.